So, ich habe mir eine Wegbeschreibung rausgesucht. Ich bin mal gerade gespannt, ob ich den Weg jetzt wieder zurückfinde. So, erstmal natürlich wieder auf die andere Seite. La 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 la. Und wieder den Weg hinauf. Und zwar komplett hinauf. Erst einmal. So, gehen wir wieder rauf. Wir müssen in den dritten Stock. Denn da saß er im Westflügel. Jetzt hätte ich gerne einen Kompass. Also noch weiter hinauf. La la la. Ich wusste doch, es geht weiter hinauf. Deswegen auch, ich bin noch zweimal hinaufgelaufen. Und dann kann man nämlich hier lang. Ach Moment, das sind die. Hier kommen doch die Typen wieder, oder? Da müssen wir noch weiter rauf. Ging das hier oder war das die andere Seite? War die andere Seite. Lalala. Ganz viele Tote und dann sind wir wieder weiter oben. Oder? Ich glaube, ich weiß, wo das Problem liegt. Hehe. Ich bin einfach ganz, Doch, hier sind wir im dritten Stock. Und zwar müssen wir auf die andere Seite. So sieht es sogar im vierten. Komplett auf die andere Seite rüber. Auf dem Westflügel. Und ich glaube, wir sind, wenn ich mich nicht täusche, im Ostflügel. Wir sind also eins zu weit gelaufen. Wir müssen am Balkon eins runter. Das war doch der Balkon, oder? Ja. Das heißt, wir müssen hier vorne eins runter und nicht da hinten. Und da ist wieder so ein Klingelgeist. Yay. Was habe ich denn vermisst? Also bei ihm müssen wir runter. Ach, hier ist ein Loch. Ich erinnere mich. Aber hier können wir eins runterfallen, ohne zu sterben, glaube ich. Oh, das war sehr knapp. So, und wieder sind wir ja schon genau richtig gesprungen. Oh, das ist doch unfair. Entschuldigung. Ach Mann, da ist direkt einer drunter. Jetzt heißt es wieder meine Leiche suchen, das ist so toll. 10.000 Seelen, das tut so weh. Ganz ehrlich, das tut wirklich weh. Wie sieht unsere Weltuntergrenz eigentlich jetzt aus? Wir sehen das nämlich hier und, Schreien der Stürme. Das ist alles, glaube ich, schon ein bisschen dunkler geworden, wenn das richtig ist. Verdammt. So, der Balkon war hier auf der Seite. Das ist so traurig. Dass wir da jetzt runtergefallen sind. Da war nämlich das Loch im Boden. Und, Hier sind wir, glaube ich, eben runtergesprungen. Kann das sein? Nee. Aus der Sonne, du ekelhaftes Vieh. Mano. Ey, Leute, ich bin jetzt wirklich ein bisschen traurig. Oh, Mann. Ja, wahrscheinlich sieht das jetzt schon als komplett neue Folge. Denn ich glaube nicht, dass ich das jetzt noch in der alten reinschreibe. Ich habe zwar versprochen, aber... So. Ihr ekelhaften Viecher. Der ist doch hier irgendwo. Das will ich. Geh weg. Blöde Leiche. So, er kommt jetzt, glaube ich, wieder hier angelaufen, oder? Kling, kling. Kling, kling. Kling, kling. Ich sag, da kommt er angelaufen. Haha. Dann lauert die halt ein bisschen auf. Viecher, Mann. Jetzt müssen wir schon wieder alles von vorne machen. Ja, das ist ja immer das bisschen das Ärgerliche. Hehehe. So, da sinkt sie. Ich glaube, wir sind hier vorne runtergefallen. Oder runtergesprungen. Besser gesagt, das fördert die nicht unbedingt so schlau. Mann, schon wieder. Hab ich jetzt gehört, oder was? Wie hört denn der mich? Habe ich hier den C-Spring nicht mehr an? Doch, den habe ich noch an. Da ist sie wieder. Da ist sie ein bisschen weiter. Kannst du ruhig weiter sehen. Ich warte nur, dass sich der andere da umdreht. Hallo.
Fackeln um. Dankeschön. Lauf, 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 lauf. Nein! Verdammt, meine Seelen! Oh. Der Wahnsinn, da sind sie weg. Oh, verdammt! 10.000 Seelen, das tut verdammt, verdammt, verdammt weh. Das tut wirklich verdammt weh. Jetzt haben wir hier so eine Position gefunden, da kommen direkt zwei Stück. Ich hätte sie aufsammeln sollen. Scheiß was am Sterben und ich mach das Falsche. Warum esse ich was? Und warum esse ich das Falsche? Ja, die Seelen gehen jetzt weg. Diese schönen 10.000 Seelen. Wisst ihr, das tut mir so unglaublich weh. Und weg, ihr Arsch! Eigen! Du auch! Stirb! Endlich! Jetzt hab ich verlaufen. Ich muss die andere Seite lang. Mann! Sorry, aber ich ärgere mich gerade. Diese 10.000 Seelen. Schöne 10.000 Seelen und jetzt liegen sie alle weg. Sie sind weg. Ihr wisst ja, wenn man einmal stirbt und die Seelen dann nicht aufsammelt, bevor man das nächste Mal stirbt, dann sind sie gnadenlos weg. Jetzt ist der Wurm raus. Jetzt ist der Wurm raus. Oh, meine Seelen. Das tut wirklich weh. Also glaubt mir, wenn es etwas gibt, was weh tut, dann das. So, ihr müsst jetzt alle leiden. Das tut mir leid, aber... Hier was fallen gelassen? Oh, das ist fallen. Königsdotus, wunderbar. Oh, Seelen weg. So viel. Das wären ein paar Level gewesen, aber jetzt sind sie weg. Also einfach runterzufallen, das ist nicht die schlauste Idee. Wie komme ich denn da noch zum Schlauesten hin? Ja, da sind sie wieder. Ach, hier bin ich letztes Mal lang gelaufen, kann das sein? Das erklärt natürlich, warum wir den Weg nicht gefunden haben. Oh Mann, ihr nervigen Viecher, geht weg. Kommst du? Wo ist er denn? Kannst du da hinten? Na komm. Komm, du ekelhaftes Vieh. Ich hasse euch. Die hat sich jetzt wirklich. Das ist meine Nemesis-Gegner. Na, kommst du hier lang? So, man kann sie eigentlich relativ einfach austricksen, aber... Manchmal auch irgendwie nicht. Ach, den gab's ja auch noch. Ich vergaß. Ihn gab's auch noch. Kommst du jetzt hier rein? Ich hoffe mal nicht. Bing. Ach, er kommt doch hier rein. Er hat mich auch gesehen. Ja, klar. Ist klar. Ja, mein Freund, das tut mir leid für dich. Tentakelvieh. Also natürlich die Frage, wie komme ich da am sinnvollsten jetzt hin? Da waren wir doch schon vorher irgendwie. Ja, ihr seht, die Seelen sind weg. Ich glaube, da kommen wir noch anders hin. Ich glaube, da waren wir, bevor wir über den Balkon gelaufen sind, beziehungsweise bevor wir da hinten hochgelaufen sind, da sind wir da irgendwie hingekommen. Ich erinnere mich. Ach, die 1000 Seelen, die sind mir jetzt eigentlich auch egal, oder? Ach, komm, die, ich meine, 8000 Seelen, weg damit. Die 10.000, die waren mir nicht egal, aber die 9000, ach, die 8000, die sind mir jetzt egal. Kling. Geht weg. So, ihr nervt. Warum ist das Ding jetzt? Achso, da ist wieder einer, der um sich schlägt. Also die andere Seite können wir ja nicht lang laufen, deswegen laufen wir jetzt hier lang. La la la. Eins runter, damit wir auf 3 kommen. Oder waren wir 3? Weiß ich nicht. So.
Jetzt sind wir genau auf der anderen Seite davon. Lalala. Da geht's in den Tod. Da ging's nicht. Ach, Mann. Ich weiß immer noch nicht, wo es zu dem ging. Warte mal gerade, ich muss mal ganz nachschauen. Einen Moment. So, und da bin ich auch wieder zurück für die letzten 10 Minuten dieser Folge. Und, ja, ich habe Sarge Freak tatsächlich getroffen. Leider ist hat mein Mikrofon ein bisschen gesponnen. Gott sei Dank habe ich das noch gesehen. Denn sonst hätte ich jetzt ein Problem gehabt und hätte wahrscheinlich 10 Minuten lang gespielt. Einen Boss wahrscheinlich gemacht, ohne einen Tod zu haben. Beziehungsweise mit einem tollen, leckeren Klopfen war das hier. Ich glaube, es war hier. Und tatsächlich, wie ich es vorher schon gesagt habe, wir mussten einfach nur hier die Treppe rauflaufen. Und sind dann schon bei ihm quasi vor der Tür. Und zwar ist genau die dritte hier. Ich habe mich schon aufgemacht, ich habe schon mit ihm gesprochen. Wir haben eine Waffe bekommen. I have been enfeebled by my long imprisonment. But I can still move my legs. And I can make it back to the Nexus. Wunderbar, das schafft er also noch. Sarge Freak. Und wir haben eine Waffe bekommen, den nämlich Gerrys Stilett. Gerrys Stilett, ein winziges Rapier. Es hat die Größe eines solchen und ist von besonderer Magie. Durchdrungen. Angefertigt wurde es von Gerry, einem Freund des weisen Hellsehers Freak, der für seine magischen Handwerkskunst berühmt ist. Die Waffe stiehlt ihrem Ziel eine kleine Menge MP. Also ich denke mal, das ist eher was für PvP. Damit wir da unseren Gegnern ein bisschen was die Magie klauen können. So. Ja. 10.000 Seelen verschenkt, jetzt ärgert es mich noch mehr, weil mein erster Gedanke, er war hier nur um die Ecke, genau richtig war. Na, aber jetzt können wir endlich mal den Weg weitergehen, beziehungsweise da an einer Stelle runterspringen, wie ich das schon vorher vorgehabt hatte, oder genau, was zumindest mein Plan gewesen war. Und ich hoffe, das schaffen wir jetzt auch, ohne Probleme. So, es ist eigentlich egal, wo wir jetzt hier lang gehen. Wir gehen einfach hier lang. Sehr ärgerlich, sehr ärgerlich. Aber naja, ab und zu muss man sich auch mal ärgern. Aber es war halt so unnötig. Es war jetzt wirklich richtig, richtig unnötig. So viele Seelen. Ich meine, wir haben jetzt immer noch 4.000, beziehungsweise 5.000 wieder. War ich jetzt wirklich eine halbe Stunde lang wirklich, oder ein bisschen länger sogar noch, einfach im Kreis gelaufen bin, auf der verzweifelten Suche nach diesem verdammten komischen Typen. Oh mein Gott. Puls 180. So ein bisschen. Aber naja. Wir laufen einfach mal hier weiter rauf, denn wir hatten ja hier noch eine Lücke im Zaun, die uns zu einem Gegenstand geführt hat, den wir hoffentlich bekommen. Leider habe ich hier noch keinen schönen Zauber-Leviathan oder sowas, wie wir in Dark Souls hatten und ich ihn ja häufig benutzt habe, wenn es darum ging, irgendwelche Lücken runterzuspringen. Der manchmal, vor allem wenn man es weiß, ziemlich nützlich ist. War hier das? Ja, hier ist es. So, kommen wir hier ganz vor. Ich sehe nichts. Lolo. Wir fallen natürlich genau dran vorbei. Und sind tot! Da, 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 da. Es geht heute weiter mit tollen Spielen. Wir fallen in den Tod und können den Weg 100.000 Mal laufen. Ja, Leute. Ich glaube, wir haben uns mittlerweile schon uns daran gewöhnt, der Monster stirbt im Turm von Atria. Ich glaube, das ist bis jetzt mein absolutes Lieblingsgebiet. Also wirklich vom Art-Design ist das top, aber warum muss ich hier so weinen? Ach ja, es ist mittlerweile so ein Zoll, beziehungsweise der Zeitpunkt eigentlich gekommen, wo man sagen müsste, die Session gehört beendet. Aber wie gesagt, ich möchte diese Folge noch zu Ende bringen und dazu zählt den Typ dazu sammeln, oder ist das die Gegenstand dazu sammeln, und da unten haben wir noch eine Frau. Auch die hauen wir natürlich noch um. Die war schon böse zu uns und wie sieht jetzt unsere Weltentendenz aus? Man erkennt irgendwie noch nichts. Oder sieht man einen Unterschied zwischen dem Turm? Darfst du mal sagen, ganz schön. Ich glaube, man sieht doch keinen Unterschied, oder? Also die leuchten alle gleich. So, Klingelmann. Hallo. Er kommt. Er kommt schon. Wenn man sich auf etwas verlassen kann, dann, dass dieser
vermaledeiten Viecher kommen. So, und? So, wenigstens sind sie sehr anfällig gegen meine Waffe. Und da geht's wieder runter. Da müssen wir jetzt wieder hin. Wie weit war denn das? Jetzt weiß ich den Weg schon wieder nicht. Ach ja, hier geht's lang. Bei dem zweiten Typen vorbei. Lalala. Trau dich. So, ich versteck mich wieder hier. Aha. Komm her. Na komm, mein Freund. Ritter Horst wartet auf dich. Horst. Na? Lalala. Er hat uns gesehen. Ich krieg ihn gerade nicht anvisiert. Oh, jetzt stirbt das ganze Vieh. Ich hasse die Dinger. Lalala, wir haben schon wieder keine Seelen. Das ist wunderbar, toll. Lass mich in Ruhe, ihr verdammten Viecher. Geh weg. Hier ist ein bisschen der Wurm drin gerade. Zumindest an diesem heutigen Tage ist der Wurm ein bisschen drin, ey. Aber ich meine, wir sind ja fast schon wieder da. Wenn wir jetzt nicht wieder drauf gehen und dann sind schon wieder 5000 Seelen weg, dann wären es an diesem heutigen Tage schon 15. Das wäre gar nicht gut, wäre das. Wir müssen noch einmal weiter runter, ich weiß. Zack, und da sind wir auch wieder schon fast da. So, ich mag lieber den anderen Weg. So. Hallo. Hallo, du Klingelmonster. Nicht gehört. Das war beabsichtigt. Er kommt nicht. So, wir verstecken uns wieder hier hinter. Das war eigentlich gar nicht mal so schlecht. Was sie hier wie ein Radau machen. Die Viecher. Jetzt komm her. Monster. So, ich hab's anvisiert. So, einer ist weg, der andere steht hier hinter, glaube ich. So, bevor er zuschlägt, sind wir weg. Ihr seid so ekelhafte Viecher. Dafür bekommen wir jede Menge Old Spice bzw. Faith Spice. Also die Dinger, mit denen wir unser Mana regenerieren können. Was natürlich ziemlich cool ist, vor allem wenn man Magier hier ist. Dann hilft einem das schon ein bisschen. So, ich laufe jetzt mal im Laufschritt, denn ich möchte diese Folge eigentlich noch mit einem Fortschritt beenden. Denn wirklich Fortschritt haben wir jetzt irgendwie nicht gemacht in der Folge. Außer dass wir halt 10 Minuten lang den Typ gesucht haben. Vielleicht schaue ich mal, dass ich irgendwie was zusammenschneiden kann. Also wie gesagt, schwierig, wenn man im Moment Probleme hat mit der... mit dem Schneideprogramm. Ich hoffe, das bekomme ich mit der neuen Festplatte alles wieder geregelt. Dass es alles wieder ein bisschen besser läuft. So, hier möchte ich gerne raus. Und da hinten liegt meine Seele. Das ist mein Sehnen. Jetzt frage ich mich, wir sind genau dran vorbeigefallen. Ist natürlich die Frage, wie kommen wir da am besten ran? Na? Oh Gott, ich trau mich nicht. So, wir sind genau raufgekommen und da unten steht da, hat uns noch eben einer angeschossen. Witwenlotus, wer war denn das? Und tschüss. Ach, du warst das. Hallo. Wow. Packst du bitte mal deine Armbrust aus? Packst du bitte mal deine Armbrust aus? Hallo. Hallo. Rote Holde Mais. Oh, das war jetzt... Das war eigentlich eine Einladung. Oh,
Oh, ja. Oh, die hält aber viel aus. Verdammt nochmal. First Bite. So, ich muss mal gerade was heilen. So, danke schön. Wo ist die hin? Hä? Ach so. Was? Ach so, die verschwindet wieder automatisch. Was ist das? Was ist das? Ey. Die hält aber verdammt viel aus. Heiliger. Hast du das gesehen? Problem mit dem Zaubern. Das war knapp. Frisches Gewürz. So, jetzt können wir eigentlich nicht hin. Oder daneben schlagen. Auch das ist eine Möglichkeit. Na komm. Pack's aus. Pack's aus, kleines Mädel. Oh, das haut schon richtig rein. So, machst du es nochmal. Wow, das war sehr knapp. Du bist eine holde, holde Maid. Haben wir wenigstens ein bisschen was Fortschritt? Ich warte lieber mal, bis die nachlädt, weil dann können wir sie gut treffen. Wunderbar, das haben wir geschafft. Wow. Oh, 1210. Und wir bekommen Schwarzaugenstein, Mondlichtsteinklumpen und irgendwas. Ihr wisst schon. Aber liebe Freunde, was uns hinter dem Turm dort erwartet, das schauen wir uns wirklich erst in der nächsten Folge an von Demon's Souls. Bis dahin, euer Moscha. Ciao, ciao. Boah, war das anstrengend. Dritte Horst, dritte Horst, dritte Horst, 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 Horst.